Ja, dann packen wir es mit dem Teiler wieder auf die andere Seite. Gott, ist das kompliziert. Richtig? Ja, aber dann passt mir das nicht, dass wir da was verschwenden. Warte. Ja, das ist... Nein, warte mal, das ist mir alles zu blöd. Warte, ich mach das schon. Kurz nur abchecken. Und der blöde Greifer an das hinpackt. Das dachte ich mir nämlich. Den kannst du doch auch direkt von einem Greifarm von dem Fließband runternehmen, oder nicht? Ach nee, da kommt nichts an. Nee, schon gut. So, jetzt müsste das wieder richtig sein. Jo, sehr schön. Eisen und Stahl. Warum kommst du denn nicht Kupfer an? Ja, das habe ich bewusst gemacht, dass die Kisten hier weggesammelt werden, damit die Kisten, das Zwischenpufferlager, bei Kupfer brauchen wir das eigentlich nicht mehr. Nee, brauchen wir nicht. Und ich lasse jetzt die Kisten leer sammeln und wenn die leer sind, dann bauen wir hier einfach die Bänder wieder hin und lassen die Bänder einfach laufen. Ja, wir können auch schneller dahin packen. Das macht ja kaum Unterschied, wir haben ja eh von der Abnahme her... Bringt das ja kaum Unterschied. Nur, dass die Kisten halt dann schneller leer sind, aber nur so lange. Naja, bringt eigentlich nicht viel. Wirst du gleich sehen. Jetzt das Band gleich voll und dann müssen die Ärmel genauso lange arbeiten. Also. Achso. Das Band ist gleich voll. Hast du recht. Und dann macht's ja keinen Unterschied. Das ist auch schon fertig? Tatsache. Oh, das ging schnell. So, wenn das Öl zwischengelagert wird und wir es direkt weiterverbrauchen, ist es vielleicht nicht ganz so effektiv, aber dann können wir ein bisschen Öl auf Reserve produzieren. Alter, du hast schon ein paar Lager gebaut. Ja. Sehr schön. Verbraucht natürlich extrem viele Eisenplatten. Na gut, Eisenplatten sind eigentlich niemals Mangelware. Müssen halt jetzt nur erstmal wieder produziert werden. Oh, roten Fläschchen gehen uns aus. Und die grünen auch.
Aber warum? Zu viel forschen. Das Forschen geht ja auch richtig schnell mit 10 Laboren. Na gut, das stimmt. Ja, müssen wir halt mal kurz warten gleich mit dem nächsten Forschen. Stromversorgung ist noch okay. Ist schon krass, wie unsere Eisenplatten weggefischt werden von den Bändern. Ja, wir haben zu wenig Eisenplatten. Ich habe gerade den Verbrauch geguckt. Wir produzieren knapp 400 und wir brauchen 415. Okay. Also im 10-Minuten-Takt, ne? Ja. Jetzt ist die Frage, weil es steht ja nicht. Warte mal. Ach so, das ist gleich. Also Eisenplatten und Eisenerz ist der Faktor gleich. Ja. Eis doch prinzipiell. Braucht mehr Eisenerz? Nein. Eisenerz müsste noch genug da sein. Eisenerz ist nicht das Problem. Bisher, so wie es aussieht. Wir produzieren zu wenig Eisen. Ja. Aber es. Hat jemand neue Öfen gebaut? Die Aliens vielleicht? Zu viel. Oh. Stromausfall? Alles gut. Haha, hast du aus Versehen eingekappt? Nein. Nein. So, jetzt haben wir noch ein paar Öfen angeschlossen. Na, den einen Ofen hast du doof gesetzt. Nee, hast du nicht. Ich muss das hier. Ja, genau. Oh. Alles gut. So. Kupfer läuft. Eisen läuft sofort auch. Muss doch noch mal die Labore anwerfen. War, Alter, nein. Guck mal, wir kriegen nicht genug Eisenerz. Jetzt. Ja. Das heißt, die Öfen, die wir gebaut haben, haben uns nichts gebracht. Das heißt, wir müssen. Ich mach das mal, ich kümmere mich mal darum. Was du mir. Was du dann nützlicherweise mal machen könntest, ist nochmal die Stromversorgung verbessern. Was? Die ist doch perfekt. Ja, aber dann knall ich nämlich gleich mal. Nee, noch passt sie. Ja, aber ich werde gleich nochmal einige Erzförderer dann anschließen, ne? Das ist schon eine Menge Aufwand jetzt.
So, wenn das nicht reicht. Was hast du gemacht? Strom? Ja. Sehr gut. Ach komm, sicherheitshalber haben wir noch eine zweite Pumpe dran. Alter, die Eisenproduktion, die Eisenplatten werden jetzt ordentlich produziert. Logischerweise. Also du hast das Eisenerzfeld schon angezapft hier hinten. Welches? Das, was ich geplant hatte gerade. Ja. Warum hast du zwei Förderbänder gemacht? Weil man so am effektivsten das Erz abbaut. Weil die nochmal ein Feld, wenn du über die Dinger gehst, siehst du ja im grünen Bereich, das bauen die ab. Und jetzt die Eisen, die Förderbänder sind jetzt nicht unbedingt die Mangelware. Dann mache ich es lieber so. Und mach die dann, lass die alle auf eine gemeinsame Linie gleich laufen. Hier so quasi. Ja, so wird halt, ja. Letztendlich wird so am effektivsten abgebaut. Willst du dieses Kupferfeld hier unten, hier oben auch dran? Nee, ne? Bitte was? An dieses Kupferfeld hier oben gehen wir nicht ran, ne? Mal gucken. Später vielleicht. Ist immer so still. Ich mag das nicht. Was ist so still? Jetzt gerade bei mir generell, weil ich auch so weit weg bin und so weit rausgezoomt. Höre ich nur so ein laues Lüftchen. Ich höre unsere Fabriken nicht mehr, die ganze Zeit Lärm machen. So. Hier kommt der Saft. Hast du die Ding? Oh Gott, du hast schon alles vernetzt. Entschuldigung. Ja, alles gut. Bam! Stromverbrauch over 9000. Kannst du die da oben noch anschließen?